Hey Leute, ihr habt euch gewünscht, dass ich nochmal auf einen Trailer reagiere und hiermit mache ich das dann heute. Ja, und wir schauen uns heute den Trailer von Horse Tales Emerald Valley Ranch an. Ich persönlich hatte ihn schon gesehen, deswegen ist es jetzt nicht für mich das erste Mal. Ich gucke ihn mir trotzdem nochmal mit euch an. Ein neues Pferdespiel, was von Microeats veröffentlicht wird und von Asia Interactive entwickelt wird. Und es ist nicht das erste Pferdespiel von Asia Interactive. Na, wir kennen schon zwei Spiele, die von denen entwickelt wurden, und zwar die beiden Ostwind-Spiele. Ich bin sehr gespannt, sie sind also nicht neu in dem Genre und konnten vielleicht auch das ein oder andere von damals schon in dieses Spiel mitnehmen. Das kommt irgendwann jetzt im Winter 2022 raus, ich weiß noch nicht den Preis und ich weiß auch noch kein genaues Datum. Aber es kommt raus, wie ihr hier seht, für die Nintendo Switch, PlayStation 4, 5 und über Steam für den PC. Es wird auch eine Retail-Version geben, das heißt, ihr könnt euch das Spiel auch einfach im Laden kaufen. Auch das ist möglich, digital und im Laden. Und ja, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Prepare to embark on the adventure of a lifetime. In the lush wilderness that's yours alone to explore. Breed and tame new horses and ride them to countless victories. Feel the wind of unimaginable freedom and the thrill of reclaiming a long-lost heritage. Only you can return the Emerald Valley Estate to its former glory and write your own horse tales. So. Ich werde jetzt das Ganze mal auf Loop stellen und die Musik ausmachen und wir lassen das dann so ein bisschen weiter im Hintergrund laufen. Was mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefällt, ist auf jeden Fall die Optik. Es hat für mich so ein bisschen vom grafischen Stil was von Yonder, The Cloudcatcher Chronicles, falls ihr das kennt. So ein bisschen weicherer Comic-Stil, sag ich jetzt mal. Gefällt mir optisch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es ist ein Spiel, was wir, so wie es aussieht, nur offline spielen, alleine spielen. Wir können unsere eigenen Pferde zähmen und auch züchten und unsere eigene Pferdegeschichte schreiben. Es ist an uns, unzählige Turniere zu gewinnen, haben sie hier gesagt. Und ja, hier das... die Gegend, das Örtchen hier wieder zu seinem alten Glanz zu verhelfen. Es wirkt für mich so ein bisschen wie so eine Mischung aus Star Stable und Aufbauspiel. Ich habe keine Ahnung, wie viele Quests es hier gibt, ob es hier Quests gibt, wie so der genaue Gameplay-Verlauf sein wird. Ich denke, wir werden da mit Sicherheit auch noch ein bisschen was drüber erfahren. Vielleicht bekommen wir vor dem Release auch noch einen Gameplay-Trailer, was ich sehr, sehr cool finden würde, dass wir einfach so ein bisschen noch mehr darüber erfahren können. Aber mir gefällt, wie gesagt, einfach der grafisch-optische Stil schon mal sehr, sehr gut. So diese unterschiedlichen Gegenden, diese tollen Wiesen hier mit den Blütenbäumen, die Ruinen, die wir hier sehen, die auch so ein bisschen verwunschen und mystisch aussehen. Ich finde auch das Örtchen sehr schön. Und wo hatten wir das eben? Hier das am Meer lang. Das hier mit diesem Schiffswrack finde ich auch mega gut, muss ich sagen. Also hier diese Stelle hier. Gefällt mir auf jeden Fall auch schon sehr. Der Stil der Pferde wird bestimmt nicht jedem gefallen. Das ist halt schon so ein bisschen speziellerer Stil. Auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht mein Favorite, so vom Optischen her. Aber das macht nichts, weil ich bin einfach so auf das Gesamtpaket total gespannt. Das könnte auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel werden. Und das möchte ich auf jeden Fall mit euch spielen. Ich finde es immer ganz cool, wenn man so ein bisschen bei Null anfängt und dann die Sachen wieder so aufbaut und ausbaut. Und wir sehen ja hier zum Beispiel auch, dass wir hier einen relativ großen Bereich haben. Wir haben hier Stallungen, wir haben
ja, scheinbar auch die Möglichkeit, Sachen selber anzubauen. Das hier hinten, das sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner Garten. Hier oben jetzt hier etwas von der Webcam verdeckt, von der Facecam verdeckt. Das ist eine große Reithalle, wo auch eine Mauer drin steht. Die seht ihr jetzt leider gerade nicht so richtig. Wo scheinbar auch Turniere drin stattfinden, könnte ich mir vorstellen. Wie gesagt, sehr interessant finde ich einfach auch den Aspekt, dass wir Pferde zähmen können und vor allen Dingen auch züchten können. Ich finde Spiele immer toll, wo man Pferde züchten kann und sie dann trainieren kann und mit ihnen Turniere reiten kann. Also ich finde das Ganze auf jeden Fall sehr interessant von der Idee dahinter. Freue mich drauf und werde es definitiv auch mit euch zocken. Ich weiß noch nicht, auf welchem Medium. Ich tendiere zur PlayStation oder zum PC. Switch eher weniger. Ich bin doch dann eher der PlayStation- oder PC-Mensch und spiele auf der Switch wirklich eher die Spiele, die man halt auch wirklich nur auf der Switch spielen kann. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Wie gesagt, Winter 2022, also ich denke mal November, Dezember, können wir dann damit rechnen. Ich halte euch gerne auf dem Laufenden, wenn ihr möchtet. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, ist das jetzt neu gewesen für euch oder habt ihr es schon gesehen? Was ist eure Meinung dazu? Würdet ihr es euch auch holen? Ich bin auf jeden Fall gespannt. Macht's gut und bis dahin. Tschüss!